Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play von Empire Earth. Und ja, genau, wir waren beim letzten Mal hier in der Schlacht von Hastings angekommen und wir haben London siegreich betreten. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir mal direkt mal weiter mit der nächsten Mission hier. So, dann würde ich sagen, das war doch der 100-jährige Krieg. Genau, der 100-jährige Krieg beginnt, würde ich sagen. Gehen wir direkt mal rein, wieder mit dem coolen Erzähler. Alles klar. König Edward sah seine Berater ernst an. Er schüttelte den Kopf. Hatten sie doch keine Ahnung, welche Gefahr ihnen drohte. Und mit ihnen ganz England. Meine Herren, begann der König, der Krieg gegen Frankreich läuft nicht gut. Wird die Situation nicht bereinigt, kann die Krone in Gefahr sein. Hoheit, sagte ein junger Berater und stand vorsichtig auf. Bei allem Respekt, bisher wurden nur kleine Scharmützel ausgefochten. Wie kann man da sagen? Ein finsterer Blick Edwards ließ ihn verstummen. Wenn ihr mich ausreden lasst, werde ich es erklären. Der Ratgeber setzte sich rasch und Edward fuhr fort. Die Franzosen haben eine große Marine, eine vorzügliche Armee und ausreichend Ressourcen. Und sie streben nach der Kontrolle des Kanals, der, wie wir alle wissen, sagte er mit Blick auf den impulsiven Berater, der einzige Weg zur Normandie ist. Geht Ihre Rechnung auf, kann mein Sohn den Krieg niemals auf französischem Boden führen. Der König verstummte und seufzte tief. Aber es gibt eine Chance. Wir müssen die französische Flotte vernichten, ehe es zu spät ist. Oh yeah, Leute, Krieg gegen Frankreich, ja, das wird ja einfach. Also wirklich, nee, egal. Ja, Leute, 100-jähriger Krieg, 1340 nach Christus. Und ja, wir müssen jetzt hier die französische Flotte bei Sluis besiegen. Und versenken sie mit ihrem Zerstörungsschiff das französische Flaggschiff, um die französische Marine zu verwirren und zu schwächen. Alles klar, Leute, Geschichte nochmal kurz für alle, die es lesen wollen. Und dann würde ich sagen, klicken wir einfach mal rein. So. Sehr cool. Cutscene. Die französische Flotte liegt bei Sluis und ist uns haushoch überlegen. Wir müssen unsere Marine ausbauen, wenn wir sie je besiegen wollen. Gelingt es uns, ihr Flaggschiff zu versenken, wird Chaos in der ganzen Flotte herrschen. Das Flaggschiff sah ja schon so ein bisschen aus wie aus der Imperialzeit. Ja? Gut, alles klar, wir können Punkte verteilen, Leute. Ich merke gerade, hier ist sehr viel mit Schiffe. Ne? Gut, dann würde ich sagen, verbessern wir einfach mal die Schiffe. Gut, Kavallerie, Panzerregion, Schiffe hier, Fregatten und Kreuzer. Machen wir alle mal Angriff hier. Schiffe, Galeeren, Kriegsschiffe und Trefferpunkte, Bauzeitsenkung, Geschwindigkeit. Machen wir mal die Kriegsschiffe Trefferpunkte. So, ein bisschen verstärkt. Die können wir nochmal ein bisschen mehr aushalten lassen, die Kriegsschiffe. Und ja, hier haben wir eine Galeere. Ah, verdammt. Zerstörungsschiff. Was ist das denn? Okay. Zwei. Was muss ich da jetzt genau machen? Moment. Versenken Sie mit Ihrem Zerstörungsschiff unsere Schwächen. Alles klar, würde ich sagen. Gehen wir das mal an. Dann haben wir hier Team 1, Team 2, Team 3. Und das hier ist dann Team 4. Okay. Das Zerstörungsschiff. Das sieht schon krass aus, ja. Oh, wieder so langsam die Spielgeschwindigkeit. Okay. Gut. Gut. So. Ich habe jetzt vier Teams, aber das ist in Ordnung. Oh, der pusht da hier so ein bisschen an. Hier, schaut mal. Der rammt den hier. Batz. Cool, Leute. So. Okay, das Zerstörungsschiff mal nach da oben, bitte. Also, ist hier gar nichts? Ist hier gar nichts? Oh! Bitte was? Wie soll ich das denn machen? Ach du. Mensch, Zerstörungsschiff, jetzt fahr! Jetzt fahr, du blödes Ding!
Oh Gott, was ist das denn? Das. Okay. Oh Gott sei Dank. Die französische Marine steht vor der Vernichtung. Aber ich muss doch irgendwie hier überleben jetzt, oder? Moment. Moment. Scheiße. Ach, ich hätte. Ja, ich merke. Oder? Nö. Gar nicht wahr. Was muss ich denn jetzt machen? Schwächen. Keine Ahnung. Also irgendwie. Das ist aber unfair. So viele? Das ist aber unfair. Wirklich. Oh, die sind aber schwach, Leute. Die sind schwach. Ach du Heilige. Das schaffe ich nicht. Boah, das schaffe ich nicht. Die Franzosen kontrollieren den gesamten Kanal. Was ist das denn? Was ist das denn? Okay. Hä? Was zur Hölle? Wie soll ich mit 4 Schiffen? Moment, kann ich wirklich nichts? Doch, jetzt. Ah, ich kann noch mehr Schiffe. Ach, ich Vollidiot. Wirklich. Ich kann doch noch mehr Schiffe bauen. Ja, das war. Das war wieder fehltypisch Sebi, ey. Verdammt. Okay, egal. Gut. Machen wir nochmal Kriegsschiffe-Trefferpunkte. Gut. Wir haben schon 3 Kriegsschiffe. Dann brauche ich noch 2 Galeeren. Nee, Moment. 2 Galeeren. Und hier. Ahoi. Was ist das? Und hier noch 3 Fregatten. Okay. Fregatte. So. Leute. Würde ich sagen. Alle Mann an Deck. Machen wir die nochmal ein bisschen stärker hier, wenn es denn geht. Alle Mann an Deck. So, Galeere. Ahoi. Kriegsschiffe auf jeden Fall stärker machen. Damit die richtig reinhauen hier. Und hier die auch nochmal stärker machen. Dann muss das doch jetzt funktionieren. Also wirklich. So, dann würde ich sagen, sammeln wir uns nochmal hier auf. Wir haben hier 1, 2, 3 und hier 2. Hm. Das ist ja heftig. Das ist eine schwierige Mission, ja. Gut. Die Spielgeschwindigkeit ist wieder so niedrig, ey, Mann. Ach, hier rennen Pikaniere rum, okay. Ah, schauen wir uns mal. Oh, schaut mal hier. Was ist das denn? England. Tower von London. Das sieht geil aus, okay. Was haben wir hier noch? England. Ja, alles klar. Cool. Hm, ja gut, dann. Aber das war schon, das waren schon echt viele eben. Also da muss ich mich jetzt echt, da muss ich echt aufpassen. Mit 11 Schiffen, mit 10 Schiffen gegen hier, keine Ahnung wie viele. Moment, ich habe da einen Plan. Ich habe da eine Idee. Die Kriegsschiffe, die können mal hier bleiben. Die können mal hier bleiben und die, die können mal ablenken. Zerstörungsschiff. So, die können mal ablenken und das Zerstörungsschiff ist mal Team 3. So, dann ihr mal hier hin und das Zerstörungsschiff mal nach da oben. Alles klar. Würde ich sagen, speichere ich das Ding noch mal kurz unter Briten. Und ja, dann hoffe ich mal, dass wir das jetzt hier schaffen, weil ich möchte eure Zeit nicht, ja, nicht verschwenden. So, alle Mann an Deck. Das Zerstörungsschiff ist hier. Gut, okay, Leute. Ah, das Zerstörungsschiff, das, Moment. Bei Luis. So, da, jetzt, okay. Zerstörungsschiff vorbei. So, los da, los. Dann kämpft man ein bisschen hier. Das Zerstörungsschiff, das kann bitte hier. Und die Kriegsschiffe? Boah, das sind so viele. Das sind so viele, Leute. Okay, wir müssen die Schritt für Schritt rauslocken. Ich verstehe. Wir müssen die Schritt für Schritt hier rauslocken. Okay, gut, ja. Ach, das sind so viele, ne? Das ist unfassbar. Ja gut, dann. Dann macht die hoffentlich mal kaputt hier, los. Alle kaputt machen, los.
Kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. Oh, Leute, die halten so viel aus, die Dinger. Wirklich. So, jetzt den noch und dann kann ich die hoffentlich reparieren. Kommt. So, wir können nochmal hier Punkte verteilen. Schiffe, 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 Schiffe. So, Schiffe. Galeeren, Trefferpunkte. Nein, nicht Reichweite. Wo sind denn die Trefferpunkte? So, zack. Ich habe nur noch... Ja, ich hätte Kriegsschiffe. Egal. Ich hoffe, dass ich die noch heilen kann jetzt hier. Mein Gott, seid ihr lahm. Wirklich, ihr seid so langsam. Kann ich euch reparieren? Oh, ich kann euch reparieren, wie geil. Alles klar, dann warte ich das jetzt ab. Das dauert aber ewig, ne? Das dauert ewig. Ja, das ist blöd, aber ist egal, Leute. Das dauert ja lange. Okay. Ja gut, nö. Dann nehme ich jetzt gleich mal den vollen. Und schau mal, wie viele der da noch hat. Wie viele Schiffe. So, dann könnt ihr auch mal hier vorne hinfahren. So. Hey. Die Schiffe, die rammeln sich hier gegenseitig weg. Oh Mann. Leute. So, wie viele habt ihr denn jetzt noch? Moment, ich werde das nochmal speichern. Das ist ja heftig. Das ist ja krass, okay. Gut. Alles klar. So, wie viele Schiffe hatten der jetzt noch? Das ist auf jeden Fall eins. Eine Fregatte. Oh Gott. Ja, das schaffe ich aber. Sehr, sehr gut. Okay. Alles klar. Boah, das hält aber... Das hält viel aus. Das macht viel Schaden. Ah, ich glaube, das ist hier... Galeere gegen Kriegsschiff, ne? Genau, ich glaube, das war so, ja. Was ist das denn hier? Eine Fregatte habe ich noch, okay. Wo kommt die denn her? Na ja, gut. Alles klar. Die haben wir besiegt. Gibt's hier noch jemanden? Da oben. Och, du Heilige! 1, 2, 3, 6 Stück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, 6 Stück. Ja gut, dann kommt dem mal entgegen. Ach du Scheiße, Leute. 6 gegen 4. Oh Mann. Okay. Ja gut, dann lockt die mal weiter rein hier. So. Einfach mal ein bisschen. So, Leute. Gut. Dann erstmal die Schiffe das da kaputt machen. Oh Gott, ich hoffe, ich schaffe das. Das sind so viele. So, das da kaputt machen. Los. Mach das kaputt. Schneller, Mann. So. Aber die drei sind voll. Das müssten wir schaffen eigentlich, ja. Das müssten wir eigentlich schaffen. Bitte was? Boah, seit wann sind die Franzosen so stark? Sagt mal. Die halten viel aus, ja. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Die halten viel aus. Gut, hier war doch noch einer. Hier war noch einer. Ja, genau. Das Ding. Fregatte. Okay, weg damit. Mach's weg. Was das für eine krasse Mission ist, ey. Wirklich. Empire Earth ist schon nicht leicht und das reicht noch nicht mal. Oh mein Gott. Doch, okay. Boah, sehr gut. Die feindliche Flotte ist besiegt. Welch ruhmreicher Sieg für England. Boah, Gott sei Dank. Nach dem englischen Sieg bei Sluis sollte eine Invasion Frankreichs unter dem schwarzen Prinzen beginnen. Wir sind in Frankreich gelandet. Jetzt heißt es marschieren. Wir erobern die nahe Stadt Caen und verschiffen ihre geplünderten Ressourcen zurück nach England. Aha, okay. Oh, okay. Krass. Oh, was haben wir hier? Was müssen wir denn jetzt machen, Leute? So, zerstören Sie die 4 Häuser im Zentrum von KN. Edward, der schwarze Prinz, muss überleben. Edward jetzt also. Okay, hier. Schwarzer Prinz. Nee, das ist Team 3. So. Oh, wir haben hier wieder Trebuchets, Leute. Oder Trebox. Wie der Emerius meinte. So, dann haben wir jetzt hier Team 1. Und die sind mal Team 2 kommt. So. Für St. Georg, okay. Die machen Gebietsschaden.
können wir gar nichts machen, ne? Weil wegen kein Holz, ja. Ach du Heilige. Okay, ja, dann macht mal. Trebuchets, schießt mal. Macht ihr mal, ja? So, Leute. Nein, lass das die Trebuchets machen. So, lass das die Trebuchets machen. So. Trebuchet. Als Kind habe ich immer gesagt Trebuchet. Ja, das ist... Ist okay. Ach, hier, ja, okay. Für St. Georg, okay. So, dann mach die kaputt. Mach die Marsch. So. So, aufmachen. Aufmachen. Los. Rein hier. Batz. 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 Lass die doch mal in Ruhe, die Bürger. So. Da sind noch mehr. Schaut mal da. Da sind noch Bogenschützen hier. Ah, das ist noch eine Armee. Oh Mann, da ist noch eine Armee. Ja gut, dann kommt ihr mal bitte ein bisschen nach vorne. Und helft hier mal. So. Schmeiß die Steine da rein. Los. Steinschleuder. Ja, ja. Okay, gut. Alles klar. Dann machen wir hier rein hier. Los. So. Alles klar. Wir können rein? Oder was? Oh nein. Die Trebuchets bitte. Ihr könnt den outrangen. Ja, sehr gut. Nein! Ach, ihr seid doch bescheuert. Ja, egal. Gut, Trebuchets, kommt mal bitte rein. Nicht auf die Mauern schießen. Ihr seid doch blöd. Oh, Mann. Ihr seid doch dumm, wirklich. Könnt ihr jetzt da drauf schießen? Alter, immer noch nicht. Ja gut, dann ist egal. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jawohl, schaut euch das an, wie schnell die Türme kaputt gehen. So. Okay, oh nein, das ist noch ein Turm. Ja, der geht aber kaputt. Schaut euch das an. So, die vier Sachen hier sollen wir kaputt machen, ja? Ja gut, dann macht mal. Uiuiui, okay. So, Trebuchets, schießt ihr mal bitte auf die Dings dahin. So, alle wegmachen. So, Trebuchets bitte. Oh, wie schnell das geht. Schaut euch das an. Wie schnell die kaputt... Ah, ja, das könnten wir. Wenn wir denn wollen. So, das ist kaputt. Hier, Steine. Ach, schaut mal. Cool. Jetzt lasst doch mal die Bürger in Ruhe. Wirklich. Gut, Leute, alles klar, dann. Autosave. So, was haben wir? Jawohl! Arbeiter aus England sind eingetroffen. Sammeln wir Steine in dem Geröll. Wenn wir genug haben, schicken wir sie nach England. Ah ja. Sehr, sehr gut. Leute, dann. Wir sollen Steine sammeln, alles klar. So, wir können weiter hier ja, aufrüsten. Ich würde mal sagen, Schwertkämpfer. Geschwindigkeit, komm, machen wir die Schwertkämpfer mal ein bisschen schneller. So, da können wir uns mal hier sammeln. Alles klar. Die Trebuchets sind echt eine gute Hilfe, ey. Schaut euch die an. Schaut euch die an. Die haben den Krieg für uns entschieden, die Dinger. Na gut, Leute. Sammeln Sie mit den Bürgern, die von 150 Steine. Okay. Ja gut, dann muss ich hier ja eine Siedlung hinbauen, ne? Erstmal. Gut. Dann würde ich sagen, das sind zwei Ladungen, Leute. Gut. Ja, gut, genau. Das sind zwei Ladungen. Gut. Dann würde ich sagen, rollt ihr mal bitte ein bisschen weiter nach da vorne. So, wir haben noch 10 Minuten. Und ja. Ja, Leute, geht's euch gut? Mir geht's sehr gut. Die Hitzewelle ist zum Glück vorbei. Ja, ich hasse Hitzewellen, wie gesagt. Und ja, die Hitze, wenn ihr das seht, ist es Donnerstag und da ist die Hitzewelle schon fast eine Woche weg. Also von daher, ja. Alles klar, macht mal bitte schneller, Bürger. Weil während die da arbeiten, würde ich sagen, marschieren wir mal weiter. Die sind gar nicht mal so langsam, die Dinger. Was ist das denn? Französische Bauern? Oder was? Oh Gott. Geh da raus, oh Gott. Was ist das denn? Französische Bauern, ja. Okay, aber wir haben Trebuchets. Haha. Wir haben Trebuchets. Kavallerie-Bogenschützen. Pfff.
Warte, was? Lass das die Trebuchets machen. Lass das die Trebuchets machen. So. Ja, genau. Leute, ganz genau. Weg damit. So, französische Bauern, okay. Oh Gott. Kannst du heilen? Ich glaube, du kannst... Ja, du kannst heilen. Sehr gut. Hier, während die da ja, noch Steine sammeln, machen wir hier mal ein bisschen was kaputt. Ist auch nicht schlecht. So, Leute. Mach doch mal das Ding kaputt. Einfach so, weil wir es können. Butz, 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 butz. Geil, ja? Richtig cool, die Dinger. So, das ist kaputt. Ja, dann machen auch die Häuser kaputt. Warum nicht? Ja, kotzt mal eine Runde. Ist in Ordnung. Hallo? So, ja, sehr gut. Ui. Wir haben genügend Steine in diesen Ruinen gesammelt. Es wird Zeit, sie über den Kanal zu verschiffen. Mhm, okay. Autonom fahrende Truhen. Ja, ja, klar. Truhen als Lebewesen. Mhm, klar. Oh Mann. Ah, okay. Sehr gut. Was kommt da? Das sieht doch gut aus, ey. Wirklich. Ui. Wer ist das denn? Ein Baumeister aus England ist eingetroffen. Unter seiner Leitung können wir alle Häuser bauen, die wir brauchen. Aha. Okay, ein Baumeister. Bob der Baumeister oder was? Was kann der bauen? Hallo? Architekt. Hallo. Ich kann dich nicht anwählen, aber du siehst witzig aus. Okay. Und was? Stets zu Diensten. Okay. Der mördert einfach mal der so Frauen. Architekt hat die Pläne für ein Stadtzentrum mitgebracht. Ah, sehr gut. Wir können hier Bürger bauen. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Direkt wir mal 8 Bürger. Kräfte sammeln und wieder zum Kampf rüsten. Nordöstlich liegt Calais. Diese Stadt soll als nächste fallen. Alles klar, also Kräfte sammeln, ja gut. Bauen Sie Ihre Truppen auf, greifen Sie Calais an und zerstören Sie das Stadtzentrum. Ja, und was ist hier mit diesen Bauern? Ja gut, egal. Leute, wisst ihr was? Macht den Turm da kaputt. Oh ne, da sind noch... Okay. Da sind noch Einheiten, okay. Krass, dann macht die kaputt. So. Was sind das für französische Bauern hier? Ja, die können nix. Wirklich. Die können nix. Alles klar. So, Leute. Wir können Ressourcen abbauen. Aber wir haben hier keine. Kein Gold oder Eisen, ne? Egal. Leute. Noch keine Nahrung. Aber wir können hier... Ah, wir können Einheiten bauen. Okay, ich verstehe. Dann macht ihr mal hier diesen Reiterstall da kaputt. So, das war doch schon mal ganz gut, dass wir hier schon angefangen haben, uns hier vorzukämpfen. So, macht da einfach kaputt. Gut, sind die 8 Bürger fertig? Es sind 6, okay. Alles klar, dann... Mach das Haus kaputt, genau. Das Steinhaus. Ja, ja. So, alles klar. Nee. So, dann. Das ist ja auch noch kaputt. So. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr gut. Aber wie kommen wir jetzt hier rüber? Hä? Okay. Wie kommen wir hier rüber? Die kommen da nicht rüber, ne? Moment. Ah, hier. Okay, alles klar. Ich verstehe. Ich verstehe schon. Okay, gut. Ja, da hinten wären noch Ressourcen. Ne? Moment. So, wir haben 8 Bürger. Oh nein, schon wieder Holz. Ach, verdammt. Egal, gut, dann sammelt halt mal Holz erstmal. Ich weiß, wir sollten uns eigentlich ein bisschen sammeln vorher, aber ist in Ordnung. So, ich habe ja meine 3 Trebuchets dabei. So, bitte. Ich glaube, dann... können wir uns schon mal hier ein bisschen auf den Weg machen. Na? Alles klar, Leute. So, einfach ein bisschen weiterfahren hier. Ja, Milord.
den Heiden. Ich glaube, das könnte sogar klappen. Ich weiß es nicht. Aber mit den Tribuchets könnte das klappen. Ach du Heilige, was ist das denn da? Calais. Nein, zurück. Hier, ihr. Ihr bitte schießen. So. Zack. Steht da einfach so ein Turm im Weg. Pff, okay. Na gut. Na, das reicht aber noch lange nicht hier. Nee, nee, sammelt. Hackt mal diesen Baum hier weg. Diese Rotzeder. Rotzeder. Okay. Das ist. Die Eder ist Rotz. Okay, Leute, dann. Marschiert einfach mal weiter hier. Über die Berge hier. Krass, okay. Aber ich glaube, wir können schon ein paar Einheiten bauen hier. Genau, wir können hier Kavallerie, Bogenschützen, Armbrust. Oh mein Gott, wir können Armbrustschützen bauen. Oh, wie geil. Ja gut, alles klar. Ich werde mich definitiv noch weiter vorbereiten hier. So, ich glaube, jetzt reicht es aber auch mit der Nahrung. Mit Holz. So, Leute. Dann weitere... Na, geht doch nicht. Egal. Ja gut. Ah, es reicht, glaube ich, noch nicht. Das frisst extrem viel Holz, ja, muss ich sagen. Ja, shit. Okay, egal. Dann würde ich mal sagen, ihr, alle, die jetzt hier nicht arbeiten, einfach mal Holzhacker. So, einfach mal Holz. So, Leute. Aber wir kriegen jetzt schon Nahrung. Kriegen wir schon mal rein. Und ich würde sagen, die oben, die können mal hier oben schon mal warten. Schlacht von Calais. Uiuiuiui, okay. Oh, da sind wir schon nah dran. Alles klar. Können die Trebuchets auf die Türme schießen? Ihr könnt auf die Türme schießen, oder? Ja, ihr seid tolle Trebuchets. Sehr, sehr gut. Alles klar, dann da hinten drauf. Los. Sehr schön, Leute. Boah, die machen so viel Schaden. Das ist unglaublich. Alles klar, dann. Nein, lass das. Lass das. So. Dann Maha. Okay. Sehr gut, dann. Eigentlich brauche ich noch Bürger. Na ja, ja, ich brauche noch Bürger. 3 Stück. Oh, und dann haben wir gleich auch schon in 2 Minuten die Folge voll. Alles klar. Coole Mission, ja, muss ich sagen. Das ist auch schon wieder die vierte der englischen Kampagne. Dann sind wir also quasi schon fast mit der Hälfte der englischen Kampagne durch. Das ist interessant. Das ist echt interessant. Gut, dann würde ich sagen, baue ich aber noch ein paar Bogenschützen mal hier. So, los. Ah, nein, 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 wegen Holz. Aufpassen wegen dem Kackholz. So, die 3. So, ihr werdet mal bitte euer Holz wegbringen. Weil ich möchte jetzt endlich die Mühle voll machen. So, sehr gut. Was heißt, wir haben eine vollbesetzte Mühle? Nahrungsmittel 100 Holz, 100, ja. Nein! Abbrechen. So, abbrechen. Alles klar. Wir brauchen mehr Bürger beim Holz. 3 Stück noch. So, Leute. Dann wartet hier unsere Armee. Und da würde ich sagen, werde ich die jetzt noch aufrüsten. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ne? Hier unten die Ressourcen, die brauche ich nicht unbedingt. Weil ich glaube, die Ressourcen reichen für eine Armee. Wirklich. Gut, alles klar. Dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen Holz. Ach, Autosave, ja gut. Ah, der Baum ist näher dran, ne? Ja. Ja, ist egal. Kommt. Gut, Leute, im Anbetracht dessen, dass hier die letzte Folge ein bisschen länger war, mache ich die Folge ein paar Sekunden früher fertig. Und ja, dann würde ich mal sagen, wenn euch die Folge hier gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst mir doch gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir beim nächsten Mal, wie hier die Schlacht von Calais weitergeht. Gut, Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.